Jo Leute, was geht? Ich bin wieder back mit einem neuen Tutorial. Und zwar werde ich euch heute 5 kreative Art und Weisen, wie ihr geilen Freeze-Frame-Übergang oder Transition machen könnt. Und das alles in Premiere Pro. Für den letzten werden wir kurz in After Effects gehen, aber es ist auch easy. Aber er ist auch mit Abstand der geilste in meinen Augen, deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Es bleibt auch easy, versprochen. Und da würde ich sagen, wir starten direkt. Also was ist ein Freeze-Frame-Effekt? Ihr habt das wahrscheinlich schon öfter gesehen. Beispielsweise hier ist das ziemlich auffällig bei NSG, NSG, Porsche, das Lied. Vielleicht kennt das eine oder andere. Und bei dem Musikvideo haben wir das zum Beispiel hier an der Stelle. Da habt ihr gesehen, besser natürlich noch auf dem Beat, das ist sehr, sehr geil gemacht. Aber ihr seht, dass der Typ quasi entlang fliegt und dann wieder in der Endposition landet und dann am besten auf dem Beat, sieht sehr, sehr fresh aus. Oder hier bei A$AP Rocky ist halt sehr, sehr dezent, aber ist auch fresh gemacht mit, nicht mit dem Rapper, sondern mit mehr Rauch beim Smoken. Zwar haben wir das hier beispielsweise bei Praise the Lord. Das war jetzt hier sehr dezent, man muss genau hingucken. Aber hier seht ihr beispielsweise, dass die darauffolgende Szene schon eingeleitet wird durch dieses Standbild oder diesen Freeze-Frame. Hier seht ihr, dass der Rauch anfängt schon zu qualmen, obwohl die Szene noch nicht da ist. Und dann, wenn die nächste Szene kommt, ist der Rauch genau da, wo er sein sollte. Das ist halt eine mega geile Alternative mal zu nicht einfach nur ganz normale Jump-Cuts zu haben, sondern einfach mal die neue Szene einzuleiten und auch speziell die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf eine bestimmte Sache zu lenken, was bestenfalls in meinen Augen bei Musikvideo halt der Rapper sein sollte. Deshalb werden wir es heute auch machen. Und zwar habe ich diese 2 Clips mal hier hintereinander getan, mit der man, denke ich, einen guten Übergang machen kann. Also ein ganz normaler Jump-Cut haben wir hier. Und da wollen wir jetzt diesen Freeze-Frame-Effekt machen. Der Basic-Freeze-Frame-Effekt, der geht ziemlich einfach. Dazu geht ihr hier zwischen den Clips genau wo der Cut stattfindet. Und dann geht hier genau ein Frame nach rechts, macht Steuerung K, schneidet, ne, damit ihr einen Frame da rausschneidet. Und zieht das einen höher, indem ihr Alt drückt und dann eine Ebene nach oben zieht. Da habt ihr eine Duplikation erstellt. Ihr seht auch hier, bei mir ist es markiert, ja, mit den Linien. Das heißt, wenn etwas doppelt ist, wird das so markiert. Und dann und bei dem oberen macht ihr dann Rechtsklick und macht Standbild hinzufügen. Das heißt, jetzt haben wir hier ein Standbild. Das heißt, wenn wir das mal ein bisschen länger ziehen, sehen wir hier, dass sich das nicht bewegt. Das heißt, wir haben ein Bild. Das ist perfekt. Und das ziehen wir jetzt über den ersten Clip. Zack. Sagen wir mal so. Und dann sollte das erstmal so aussehen. Vielleicht noch ein bisschen länger. Seht ihr? Das heißt, der friert kurz ein und dann geht es weiter. Ist schon ziemlich cool. Aber um das jetzt auf ein neues Level zu heben und quasi nur ihn zu haben, müssen wir ihn jetzt einmal ausschneiden. Das heißt, es ist ja schon mal gut, dass wir hier nur das Bild haben. Dazu gehen wir einmal hier auf den Clip und dann zu den Effekteinstellungen. Dann klicken wir hier auf dieses Freizeichen-Tool und schneiden das dann aus. Und um das besser auszuschneiden, drückt ihr mal Ü auf eure Tastatur und dann schneidet ihr einfach mal den Typen aus. Wenn ihr genauer arbeiten müsst, wie jetzt hier beim Ort zum Beispiel, dann geht ihr hier auf Einpassen. Sagen wir jetzt mal 150%, da seid ihr näher dran. Vielleicht noch ein bisschen mehr, machen wir 200. Und dann seht ihr, dass ihr hier besser arbeiten könnt. So, wenn ihr dann komplett umrandet habt, dann klickt ihr hier auf den Startpunkt und dann habt ihr die Maske erstellt. Das heißt, ihr seht schon mal jetzt hier, drücken wir wieder üben, das jetzt so wegzumachen. Dass wir jetzt hier den Rapper ausgeschnitten haben. Das ist schon mal gut. Könnt ihr mal korrigieren, wenn ihr müsst hier, weil unten ist das ein bisschen abgeschnitten. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine Ebene nur mit dem ausgeschnittenen Rapper, was perfekt ist. Sehen wir mal hier, können wir ein- und ausblenden. Wenn wir es jetzt mal abspielen, sehen wir schon, dass es schon deutlich besser aussieht als nur das Bild. Zack. Finde ich schon mega fresh. Ihr könnt das natürlich dann länger machen und kürzer, je nachdem, wie ihr das geiler findet. Ich finde es immer so kurz nice, so wenn das nur kurz einmal aufpoppt. So, das ist der erste einmal, das ist der Basic. Und das Coole bei diesem Effekt ist, dass ihr quasi selber richtig kreativ werden könnt. Ja, guckt, was ihr mit diesem Standbild macht. Ne? Ihr könnt jetzt beispielsweise gucken, ob ihr hier, ich habe das Sapphire Pack, wenn ihr hier so einen Flicker drauf tut, dann, so wenn ich gucke, beispielsweise Phoenix finde ich immer ganz nice, dass ihr seht, dass er quasi einmal so mit dem Flicker aufblinkt. Kennt schon mal viel mehr die Aufmerksamkeit von den Zuschauern, ist doch mal deutlich krasser nochmal als der erste, finde ich. Alternative ist, wenn ihr nicht das Sci-Fi-Pack habt, könnt ihr natürlich einfach in Lumetri-Farbe gehen und ein bisschen mit den mit der Belichtung spielen, weil wenn ihr mal seht, könnt ihr beispielsweise, wenn ihr es hier antitscht, kommt das in die Effekteinstellungen, scrollt ihr runter und dann bei Belichtung könnt ihr, sagen wir mal jetzt einen Keyframe erstellen bei 0, dann einen Frame weitergehen und die Belichtung höher stellen, so,
dann wieder einen Frame weiter, dann kopiert ihr den ersten. Freeze Frame, fügt ihn da ein, geht wieder weiter, kopiert den zweiten, wo die Helligkeit hoch ist. Und dann seht ihr schon, dass ihr dann einen ähnlichen Effekt habt. Das heißt, so könnt ihr es quasi umgehen. Aber Presets zu erstellen macht auf jeden Fall Sinn. Lass mal wieder raus hier. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn ihr einfach einen Glow-Effekt habt, könnt ihr das da drauf tun. Sieht auch immer sehr nice aus, finde ich. Sehen wir jetzt mal hier. Zack, bam. Ist ähnlich, aber der Glow-Effekt kann man noch ein bisschen nochmal mitspielen. So. Aber naja, ihr seht selber, ihr könnt da kreativ werden. Ist auf jeden Fall, da sind keine Grenzen gesetzt. Ist auf jeden Fall ein cooler Effekt. Dann, was ich mal noch cool finde, ist, wenn das nicht einfach nur so aufpoppt, sondern sich das auch ganz auch bewegt. Ihr habt das hier bei NSG gesehen, in einem Musikvideo. Habt ihr gesehen, das heißt, er ist so reingeflogen. Dasselbe machen wir jetzt hier auch. Damit der Standbild sich quasi bewegt, ist es eigentlich relativ offensichtlich, dass wir halt in die Effekteinstellung gehen müssen und da hier eine Animation erstellen müssen mit Position, Skalieren, Drehung, je nachdem, was ihr haben wollt. Das ist wieder das Stichwort, selber kreativ werden. Dazu müsst ihr einfach am besten mal kurz einen Clip verschachteln, damit da keine Probleme auftreten. Rechtsklick, dann verschachteln. Standbild, Wrapper. Und dann macht ihr hier, drückt ihr auf Position, Skalieren, Drehung. Je nachdem, womit ihr arbeiten wollt. Ich mache das einfach mal bei denen. Und tut diese Keyframes am Ende des Clips, weil der nächste Clip muss ja wieder da enden, wo der nächste anfängt. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall wieder da landen. Das haben wir jetzt hier dadurch sichergestellt. Und jetzt können wir kreativ werden. Also wir können sagen, beispielsweise er kann von links reinsliden. Dazu bewegen wir den einmal außerhalb des Bildes. Das würde jetzt so aussehen. Zack, habt ihr gesehen? Ich mache mal den Clip ein bisschen länger, damit ich mehr Spielraum habe. Aber das war jetzt ziemlich schnell. In meinen Augen. Geh wieder ans Ende des Clips. Und ja, wir können mal gucken, wie das jetzt aussieht. Zack. Sieht schon mal fresh aus auf jeden Fall. Ihr könnt auch beispielsweise hier mit Skalierung was machen. Indem ihr sagt, beispielsweise, der soll von groß, also groß starten und dann später wieder in die Endposition gehen. Können wir gucken, wie das aussieht. Zack. Das war nämlich bei dem Musikvideo von NSG so. Zack. So einfach ist das. Und fresh natürlich auch nochmal, wenn ihr dann guckt, die Leute nach vorne, dann vielleicht mit der Drehung ein bisschen was so. Bisschen spielen. Einfach gucken, was cool aussieht. Zack. Das finde ich jetzt eigentlich sogar mit am besten. Und dann vielleicht noch ein Flicker drauf. Das haben wir gerade schon gemacht. Okay, das war eine Variante. Dann die nächste ist auf jeden Fall, dass ihr auch hergehen könnt und ich lösche mal die ganzen Sachen hier. Mach wieder Keyframes hier. Tu die ans Ende. Und ich mache jetzt einfach mal ein Basic, dass er quasi von links rein slidet. Und was wir gerade schon hatten. Zack. Und da ist halt, da kann man ein bisschen mit spielen, wie gesagt. Die vierte Variante wäre jetzt quasi, was ich auch manchmal mache, ist, dass ich das dann dupliziere, also mit Alt und dann, also Alt klicke, dann den Clip ein hochziehe und das gleiche nochmal, sage ich mal so zwei, drei Mal. Und dann hier mit den Keyframe-Werten ein bisschen spiele. Ein bisschen weiter nach vorne schiebe bei dem obersten und bei dem mittleren. Eigentlich so. Und der oberste müsste dann ein bisschen weiter noch so, damit das die Reihenfolge auch hergibt. Und dann seht ihr, dass wir den quasi geklont haben. Und das sieht auch mega fresh aus. Okay, das war jetzt ein bisschen zu eng beieinander. Ich würde sagen, da haben wir noch mehr Spielraum, wenn wir so machen. Da zum Beispiel. Also das sieht fresh aus. Ich würde sogar noch mehr machen, aber dann seht ihr halt einfach selber, ne, was da fresh aussieht und was nicht. Ich zeige euch einfach nur die Ideen und dann, was ihr damit macht, ist ja eigentlich dann euch überlassen. So vielleicht. Ja, so. Natürlich kann man es noch ein bisschen langsamer machen, jetzt auch in meinen Augen, aber ihr versteht die Idee und dann könnt ihr damit selber was anfangen. Und die letzte Transition, dafür brauchen wir After Effects, aber das ist die geilste in meinen Augen. Ich lösche nochmal alles hier. Das heißt, sagen wir mal, wir haben ja schon den Frame hier geschnitten. Das heißt, wir duplizieren den wieder, indem wir Alt klicken und hochziehen. Dann auf hier auf Standbild hinzufügen. Und dann wieder nach rechts ziehen und das verlängern. Und zwar, generell würde ich euch empfehlen, eigentlich in After Effects zu schneiden, weil das halt schneller geht und einfach besser ist. Und
Aber da wir jetzt sowieso einen After Effect müssen, für den letzten Effekt machen wir es einmal. Das heißt, ihr klickt auf den Clip und macht durch After Effects Komposition ersetzen. So, wenn wir dann in After Effects sind, sehen wir hier, dass wir den Clip haben und er hat das Standbild quasi schon, er hat es nicht übernommen. Okay, das ist schade. Dann müssen wir es nochmal kurz hier machen. Wir gehen auf den Clip ganz am Anfang, das ist wichtig, damit es halt genau das Bild ist. Machen wir Rechtsklick auf Zeit und dann auf Standbild. Dann sehen wir hier, dass wir dann wieder das übliche Standbild haben. Und was wir jetzt machen, ist ganz normal, was wir auch in Premiere gemacht haben, wir schneiden das aus. Dazu nehmen wir das Werkzeug hier oben und zeichnen wieder um ihn herum. Und was ich halt meinte mit, dass es in After Effects leichter ist, ist einfach Premiere Pro, ohne Witz, mein PC vor allen Dingen, der tut sich da echt schwer mit manchmal, speziell bei Masken. Das kann manchmal ziemlich schwierig dann werden, aber in After Effects ist das alles sehr, sehr flüssig und das läuft sehr gut und ich mache es viel lieber in After Effects deswegen. So, wenn ihr es dann gemacht habt, dann seht ihr hier, dass ihr den wieder ausgeschnitten habt. Und hier haben wir einen transparenten Hintergrund. Das könnt ihr ein- und ausschalten übrigens hier, wenn ihr draufklickt. Ich finde das immer ganz gut zu sehen. Und das sieht hier ein bisschen sehr ausgeschnitten aus. Das heißt, wir machen Maskenkante ein bisschen weicher, indem wir M drücken. Und dann gehen wir hier zu weiche Maskenkante und erhöhen ein bisschen hier den Wert. Und wenn ihr dann beispielsweise seht, dass dann zu viel vom Hintergrund zu sehen ist, da könnt ihr hier die Maskenausweitung ein bisschen verschieben, so dass es dann gut aussieht. Ich denke, so ist ganz fresh. Also für diesen Effekt braucht ihr dann das Plugin von Video Copilot. Das ist kostenlos, könnt ihr euch einfach runterladen, habe ich auch gemacht. Dann suchen wir einmal den Saber-Effekt von Video Copilot, tun ihn auf den Clip drauf und dann passiert erstmal gar nichts, außer dass ihr hier so ein Lichtschwert bekommt. Und dann macht ihr folgende Einstellungen in den Effekteinstellungen. Und zwar gehen wir zu Customize Core und klicken hier bei Core Type auf Layer Mask. Da seht ihr schon mal, dass ihr hier genau den Rand habt von dem Wrapper. Das ist schon mal gut, aber damit ihr den auch seht und er nicht einfach nur so eine Hülle ist, müsst ihr hier zu Render Settings und dann bei Posited Settings auf Add gehen. Genau. Und dann seht ihr schon mal, dass es übertrieben fresh aussieht, dass wir hier so eine leichte Umrandung haben. Heute können wir noch ein bisschen spielen. Jetzt, wir können gucken, die haben hier verschiedene Möglichkeiten von Presets. Da wir können gucken, das ist jetzt die Standardvariante. Wir können auch beispielsweise, dass der brennt. Ja, Burning. Sieht übertrieben geil aus. So zum Beispiel. Wir können hier dann auch ein bisschen mit spielen. Wir können sagen, dass der weniger leuchten soll. Mehr. Ja, gucken wir noch, was wir noch hier haben. Genau, je nachdem, was ihr halt gut findet, einfach nochmal so ein paar Sachen, die hier dabei sind. Oder Energy. Sieht auch cool aus. Und dann könnt ihr auch hier beispielsweise die Farbe bestimmen von der Energy. Kann auch, wenn das jetzt zu eurem Musikvideo passt, dass es eher lila ist, könnt ihr lila nehmen. Finde ich auch krass. Ich nehme jetzt einfach mal Hot. Ich nehme jetzt einfach mal, dass er brennt, so weil ich es fresh finde. Und dann gehen wir wieder. Dann speichern wir einmal das After Effects Projekt mit Steuerung S, damit er das in Premiere Pro übernimmt. Und dann gehen wir wieder in Premiere. Das heißt, wir sind hier fertig, brauchen das nicht mehr. Und dann in Premiere Pro seht ihr hier, dass der Typ brennt. Also er hat das übernommen. Das bewegt sich sogar, also mega fresh. Und da selbst da könnt ihr dann auch wieder hergehen und irgendwie animieren, dass der, keine Ahnung, von groß mit einer Drehung dann so der hingeht, wo er hingehen soll. Gucken wir mal. Zack. Also mega, mega fresh. Also das ist wirklich mein Lieblingseffekt von den ganzen Sachen mit diesem Video Copilot Plugin. Das ist mega, mega krass. Und wenn es euch gefallen hat und da was für euch dabei war, dann gebt mir gerne ein Like und kommentiert und folgt diesem Kanal, weil es hilft wirklich dem Algorithmus, damit einfach mehr Leute meine Videos sehen und wir noch weiter wachsen können. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare oder bei Instagram. Mein Name ist hier in der Beschreibung. Dort erreicht ihr mich eigentlich am schnellsten. Das ist der schnellste Weg, um mit mir zu connecten. Und checkt noch weitere Videos von mir aus, wenn ihr weitere Musikvideos, Effekte haben wollt. Ansonsten war es von mir, Leute. Jay Records. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.